Hallo und herzlich willkommen bei Ubi Tested. Eine Frage habe ich gleich an euch. Seid ihr es leid, moderne Technik stets in den Autos mitkaufen zu müssen, die aufwendiger ist, komplexer ist, schwerer zu durchschauen ist oder vielleicht Motorentechnik, die heutzutage kaum einer warten kann, außer derjenige, der mit dem OBD-Stecker unten reingeht und dann sagt, ah, keine Ahnung. Ja, das geht mir genauso. Und aus dem Grund habe ich euch heute ein besonderes Auto in meinen Augen mitgebracht, nämlich den Subaru Outback. Der ist in der Hinsicht komplett anders und Subaru geht hier auch einfach noch einen sehr klassischen und schlichten Weg. Und ob der falsch ist oder vielleicht sogar genau richtig für euch da draußen und für mich, das wollen wir heute gemeinsam herausfinden. Ich nehme euch wieder mit auf Verbrauchsfahrt. Wir schauen, was dieser 2-Liter Vierzylinder Boxer Saugmotor zu leisten imstande ist im normalen Alltagsverbrauch. Und der bedeutet 50% Überland, 40% Autobahn, VMAX 140, 10% Stadtverkehr. Und natürlich werde ich euch während der Fahrt alles Wichtige rund um den Outback erklären, wie die Platzverhältnisse sind im Kofferraum, im Fond, vorne, wie sich das Bedienkonzept strukturiert, wie er sich fährt. Und natürlich am Ende gibt es Verbrauch und Preise sowie noch meine Meinung dazu. Und ich hoffe, euch macht das Ganze Spaß. Ihr steigt jetzt mit mir ein und wir fahren gemeinsam los. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr dieses jetzt tut. Dann honoriert ihr auch meine Arbeit. Liked das Ganze, wenn euch das gefällt und schreibt mir vor allem unten in die Kommentarbox eure Meinung, damit wir am Ende dieses Videos auch über den Outback gemeinsam diskutieren können. Ich würde mich freuen und jetzt viel Spaß mit mir, dem Ubi, und dem Japaner hier zu meiner Rechten. Wusstet ihr, dass der Subaru Outback bereits in der 6. Produktgeneration hier bei uns auf dem Markt erhältlich ist? Ja, man glaubt es kaum. 1996 ist er erstmals in Erscheinung getreten, dann noch als Legacy Outback. Dann hatte man den Outback zum eigenen Modell erkoren. In der jetzigen Form sieht man aber sofort, um was für ein Fahrzeug es sich handelt oder für einen Fahrzeugtyp. Natürlich ein Kombi, aber mit einer deutlichen Offroad-Beplankung, die wir hier sehen. Das erinnert also an die ganzen Audi Allroad-Modelle oder bei Volvo die Cross-Country-Modelle. Mercedes hat ja mittlerweile auch schon sowas bei C-Klasse und E-Klasse im Petto. Ford hat die Active-Modelle. Also, wie man sieht, dieser Trend zum etwas höher gelegten Kombi mit Offroad-Beplankung scheint sich ja durchgesetzt zu haben. Der Outback ist die Speerspitze, besser gesagt, im Subaru-Modellprogramm. Äußerlich ist der Wagen 4,87 Meter lang, also hier reden wir hier schon über ein großes Mittelklassefahrzeug, 1,88 Meter ohne Außenspiegel breit und 1,68 Meter mit der robusten Dachreling hoch. Das sind standliche Abmessungen, die versprechen natürlich auch viel Platz. Und wenn wir dann dem Outback einmal ins Gepäckabteil hineinschauen, sehen wir ein sehr, sehr großzügiges und wirklich gut zu beladendes Gepäckabteil. Wir haben hier in Litern gesprochen 561 bis 1822 Liter Kofferraumvolumen zur Verfügung. Wenn wir jetzt mal Abmessungen sprechen lassen, so haben wir eine Laderaumlänge von 1,8 Meter bis zu den Rücksitzlehnen und eine Ladelänge von 2,4 Meter, wenn die Rücksitzlehnen umgeklappt sind, im Maximum. Die Laderaumbreite ist mit 1,9 Meter zwischen den Radkästen angegeben, ansonsten liegt sie bei über 1,30 Meter. Also da bekommt man richtig gut was rein. Wir haben ein Ladeschutzrollo, wir haben auch einen doppelten Laderaumboden und meiner Meinung nach eines der bestnutzbaren Kofferraumvolumina, die man so in der Mittelklasse bekommt.
Auf der Rücksitzbank geht es sehr großzügig zu. Ich habe wirklich viel Platz für Knie- und Kopffreiheit, trotz eines Glasschiebedaches. Wir haben aber nur ein normales Schiebedach, kein Panoramadach. Das gibt es auch nicht gegen Aufpreis. Es gibt Sitzheizung hier im Fond sowie Stromanschlüsse im Fond sind ebenfalls vorhanden. Isofix an den Außenpositionen gut erreichbar und zugänglich. Auch die Fensterflächen sind großzügig bemessen, sodass der Rundumblick sehr gut ist. Einzig, was ich etwas schade finde, gerade für so ein Fahrzeug wie den Outback, der auch als Familienfahrzeug dient, da sollte es doch dann Sonnenschutzrollos an den Scheiben geben. Auf den vorderen Sitzen dann thront der Fahrer auf einem sehr bequemen Gestühl, das elektrisch verstellbar ist, hat eine Lordosenstütze, bietet einen ordentlichen Seitenhalt, eine vor allem sehr gute Sitzauflage, die nicht zu kurz geraten ist. Klar, eine Schenkelauflage, die ausziehbar wäre, noch optional, würde mich freuen. Das Lenkrad ist ausreichend in Höhe und Weite einstellbar. Also hier findet jeder schnell eine bequeme und gute Sitzposition hinter dem Dreispeichen-Lederlenkrad. Der Blick dann über den Armaturenträger, ja, der lässt so ein bisschen japanischen Charme, ja, der 2000er aufkommen. Das ist jetzt nicht das modernste Cockpit. Wir haben immer noch analoge Rundinstrumente hinter dem Dreispeichenlenkrad. Es gibt viele Tasten am Multifunktionslenkrad. Auf der einen Seite die Bedienung für Audio und Telefon. Dann auf der rechten Seite dann die Bedienung des Abstandsregeltempomaten in unserem Fall. Und dann darunter zwischen den Speichen gibt es dann auf der linken Seite Pfeiltasten für das Bordcomputermenü. Und auf der rechten Seite ist dann die Taste für die Lenkradheizung. In der Mittelkonsole dann haben wir ein 11,6 Zoll horizontal ausgerichtetes Display. Das ist gut aufgelöst. Das sogenannte Starlink-System von Subaru. Sehr einfach aufgebaut mit Menü. Im Menü gibt es große Kacheln, die sind sehr gut erreichbar. Weil sie eben so groß sind, lassen sich auch während der Fahrt einfach und intuitiv bedienen. Apple CarPlay und Android Auto als Smartphone-Konnektivität sind natürlich hier mit an Bord, aber über Kabel umzusetzen. Wir haben hier auch noch eine Harman Kardon Soundsystemanlage. Die klingt wirklich gut, hat einen ordentlichen Druck und hat ein schönes, sauberes, klares Klangbild. Gefällt mir. Was ich ein bisschen schade finde, wir haben zwar Direktwahltasten für die Klimasteuerung, dennoch so ein Klimamenü über ein Display finde ich einfach immer noch eher unpraktisch. Sehr praktisch dafür aber eine große, breite Armauflage, die zwar nicht in der Höhe und in der Länge verstellbar ist, dafür aber ein großes Ablagefach bietet. Zwei Cupholder, die auch gut nutzbar sind als solche. Die Verarbeitung hier im Subaru ist auch wirklich richtig gut. Alle Materialien fühlen sich ordentlich an, sind auch aufgeschäumt und also weich. Auf der Straße dann zeigt der Subaru sich von einer richtig guten Seite. Ja, wir haben ein etwas höher gelegtes Fahrwerk. Wir haben eine Bodenfreiheit von über 21 cm hier. Das heißt also, Offroad ist für den Outback hier nicht nur Lifestyle-Versprechen, sondern der kann auch was. Dafür sorgt nämlich auch der permanente Allradantrieb hier. Die Kraftverteilung ist variabel gestaltbar und das Ganze funktioniert auch sehr, sehr gut. Wenn dann einmal auf Nässe auch irgendwo wirklich mal Traktionsprobleme auftreten, dann regelt das System sehr, sehr schnell und sehr zuverlässig. Der Wagen liegt äußerst gut auf der Straße, hat einen wirklich hohen Grenzbereich, dass man dem Wagen so gar nicht zutrauen würde, denn die Feder-Dämpfer-Abstimmung ist eher sehr komfortabel ausgelegt. Wir haben kein adaptives Dämpfersystem hier. Dennoch zeigt der Subaru, dass man auch ohne adaptive Dämpfer ein richtig gutes, ausgewogenes Fahrwerk hier erreicht, zielen kann. Der Wagen lässt sich hier auch um so eine kurvige Landstraße sehr schön rumdirigieren, denn wir haben eine gefühlvolle Lenkung, die gute Rückmeldung von der Straße bietet. Zwar für mich ein Tick zu leichtgängig ist, aber dennoch hier wirklich ein gutes Feedback von der Straße vermittelt und den Wagen so auch sehr schön positionieren lässt. Auf der
Autobahn dann, freut sich der Wagen über einen hervorragenden Geradeauslauf. Wir haben auch dann diverse Assistenzsysteme, die uns das Leben dann hier leichter machen. Also teilautonomes Fahren ist mit dem Subaru auch möglich. Wir haben eine aktive Spurführung, einen Abstandsregeltempomaten oder tote Winkelüberwachung sowie Kollisionswarnung und sogar auch einen Ausweichassistenten, wenn es denn tatsächlich mal brenzlig werden sollte. Dafür sind dann aber die zwei Stereo-Kameras hinter dem Innenspiegel zuständig, das sogenannte EyeSight-System von Subaru. Das funktioniert auch sehr zuverlässig. Das Einzige, was er gerne mal nicht so gut hinkriegt, das ist die Verkehrszeichenerkennung. Da sind dann öfter mal Geschwindigkeitsbegrenzungen angezeigt, die so gar nicht existent sind. Auch die Geräuschdämmung hier im Innenraum ist natürlich sehr, sehr gut, aber ganz wichtig für Subaru, was für ein Antrieb wird denn hier verwendet? Und wir haben hier einen Vierzylinder-Saugmotor, einen Boxermotor, also ein wirklich sehr schön arbeitendes Triebwerk, das auch sehr willig ausdreht und auch wirklich energisch gerne drehen möchte. Und das muss der Sauger auch, denn sein maximales Drehmoment von 252 Newtonmeter liegt erst bei 3800 Umdrehungen an. Das heißt, der Motor muss ausgedreht werden, damit man auch gut vorwärts kommt. Ja, 10,2 Sekunden sind die Angabe von 0 auf 100 und 193 Stundenkilometer ist die eingetragene Höchstgeschwindigkeit. Damit ist der 169 PS starke 2,5 Liter Boxermotor jetzt eher eine gute Motorisierung, aber bei weitem sicherlich nicht übermotorisiert. Das ist halt eher einfach ein typischer Langstrecken-Cruiser, der im Alltag einfach mit soliden Qualitäten punkten möchte. Mit dem Outback bekommt ihr einen Partner für den Alltag und auch für lange Zeit mit an eure Seite gestellt von Subaru. Nicht umsonst hat Subaru ein echtes Garantieversprechen hier schon abgegeben für alle Fahrzeuge, nämlich 5 Jahre oder 160.000 Kilometer ist die Garantie ab Werk, welche sich noch erweitern lässt auf 8 Jahre oder 200.000 Kilometer. Das zeigt auch, welch hohes Maß an Zuverlässigkeit man hier dem Kunden verspricht. Der Wagen kostet, so wie er dasteht, 46.580 Euro als voll ausgestattete Platinum-Variante. Ihr habt alle Assistenzsysteme mit drinnen, ihr habt LED-Scheinwerfer drinnen, ihr habt eine Lederausstattung drin. Natürlich die Platzverhältnisse bekommt ihr on top, sowie ein super komfortables Fahrwerk. Und der Wagen kann nicht nur Onroad, sondern er kann sogar auch richtig gut Offroad. Das konnte ich zwar selber noch nicht herausfinden, aber wenn man einmal mal genau ein bisschen nachschaut, dann sieht man auch, dass der Wagen hier auch ordentlich was im Gelände kann. Nicht umsonst, Förster oder Bauarbeiter nutzen dieses Fahrzeug sehr intensiv, weil sie eben auch auf diese Zuverlässigkeit des Fahrzeuges hohen Wert legen und auch auf die Geländegängigkeit. Der Motor macht eine sehr gute Figur, hat zwar ein, sagen wir so, er ist nicht der Durchzugstärkste und er ist auch nicht wirklich der dynamischste, aber das soll er auch gar nicht sein, er soll einfach eher zuverlässig sein, er hat genügend Kraft, um auch Überholmanöver auf der Landstraße gut zu absolvieren. Die Lineatronic, also das stufenlose Automatikgetriebe, muss man erst einmal mögen, damit muss man sich erstmal reinfuchsen, das hat man aber nach ein paar Tagen geschafft, wie man mit der jeweiligen Gaspedalstellung hier das Getriebe entsprechend variiert oder entsprechend ansteuert und so auch die Drehzahlniveau oder das Drehzahlniveau möglichst niedrig hält und auch das Gesamtgeräuschniveau damit. Beim Verbrauch, da sieht es dann so aus, 8,6 Liter ist der angegebene WLTP-Wert für den Outback. Der klingt schon recht hoch, witzigerweise aber auch in der Praxis unterbietet man diesen Wert ganz problemlos. Ich konnte 8,2 Liter über 14 Tage ermitteln, bin aber auch in der Zeit sehr viel Kurzstrecke gefahren und jetzt auf unserer Verbrauchsrunde standen lediglich 7,0 Liter hier auf der Anzeige und das ist schon Wahnsinn und die sind auch ausgelitert worden. Also hier ist schon ein richtig guter Wert bei rumgekommen, was ich so nicht erwartet hätte zugegebenermaßen. Ich hoffe, ihr habt dieses Video so bekommen, wie ihr es erwartet habt, nämlich gut und sachlich vorgetragen. Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox doch gerne zum Outback, dass wir jetzt ein bisschen diskutieren können. Gebt dem Ganzen hier gerne einen Like und vergesst diesen Kanal nicht zu abonnieren, um das Ganze hier zu honorieren und den Kanal hier noch ein bisschen voranzutreiben, damit wir euch immer neue Fahrzeuge vorstellen können hier auf dem Kanal.
Ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.